Hallo und willkommen zurück im guten alten Jahr 1931. Ja, ein Alter, das die wenigsten von uns erreicht haben dürften. Also das Alter, das man haben muss, um 1931 erlebt zu haben. Wobei ich gehört habe, es soll hier und da noch einige Exemplare geben, die bereits 1931 hier auf dieser Welt genau das erlebt haben, was wir jetzt gerade erleben. Nämlich die Vergangenheit. Und mit diesen Worten begrüße ich euch zurück in die Zukunft. Back to the Future, the Game von Telltale Games. Ja, Folge 3. Wir sind gerade in 1931 angekommen, haben mit der guten alten, oder besser gesagt jungen, Edna Strickland schon einige Worte gewechselt. Und jetzt müssen wir mal gucken, was es hier so gibt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal eine Richtung. Gucken mal, ob wir hier was anklicken können. Tür des Schreibwarenladens. Willst du was kaufen? Nein. Dann verschwinde, du Rumtreiber. Okay. Ich gehe nochmal schnell zurück. Weil wir standen hier eben schon vor einer Tür und das will ich mir natürlich auch nochmal betrachten. Und zwar die Tür des Friseurladens. Hey, kann ich etwas Schaum haben? Wonach sieht das hier aus? Nach einer Jagdhütte? Warum sind die denn alle so unfreundlich? Waren die damals alle so unfreundlich? So, jetzt gehen wir mal die andere Richtung. Wo ist das Gefängnis überhaupt im Jahr 1931? Ja, woher soll ich das wissen? Tür der Absteige. Ich glaube, ich möchte nicht an einem Ort sein, wo jedermann willkommen ist. Ja, dabei wären wir hier willkommen. Na gut, wir gehen einfach mal weiter die Straße entlang. Was haben wir denn hier? Shark. Wow, sieht aus, als hätten sie einen echten Hai genommen. Wahrscheinlich war es ein echter Hai. So, hier geht's nicht mehr weiter. Gibt's da noch was zum Anklicken? Nein. Da, die Tür kann man auch nicht anklicken. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück in die andere Richtung. Hier gab es jetzt irgendwie nicht so viel. Die Steuerung ist ein wenig hakelig, das sagte ich ja schon. Ich verstehe nicht, warum man da nicht auf Altbewährten setzt, sondern sowas Neumodisches erfinden muss. Aber gut, was mache ich mir Gedanken? Es ist, wie es ist. So, was haben wir denn hier? Überreste der Bar. An dieser Stelle war mal die Bar. Hier wurde wohl die illegale Bar niedergebrannt. Wie konnte Doc nur in sowas verwickelt werden? Ja, das kann ich ja auch nicht verraten. Ansonsten kann man hier auch nichts anklicken. Gar nichts. Gut, dann gehen wir mal weiter in die Richtung hier. Oh. Muss ich wieder umdenken. Andere Perspektive. Tür des Anwaltsbüros. Hallo? Hausieren verboten! Das war ja klar. Hier gibt es scheinbar keine netten Leute. Was haben wir denn hier? Die Bank. Für Besichtigungen ist keine Zeit. Erst muss ich Doc finden. Erst muss ich Doc finden. Ja, deswegen gucke ich doch überall nach Hinweisen, Junge. Junge. Na, dann gehen wir mal hier rüber auf die andere Straßenseite, ne? Okay, ich sehe schon, das ist ein riesiger Ort. Was haben wir hier? Suppenküche. Mhm. Soup Kitchen. Für Besichtigungen ist keine Zeit. Police Station. So, und wenn der da verwickelt war, der liebe Doc, dann weiß vielleicht die Polizei was davon. Wer bist du und was willst du? Kann ich zu Carl Sagan? Bist du sein Anwalt? Nein. Dann verschwinde. Hätte ich doch lieber gesagt, dass es sein Anwalt wäre. So, die Gefängnisfenster können wir noch anklicken hier. Zumindest das eine hier. Psst, Doc. Oh. Marty! Doc? Was machst du hier? Sie haben mich hergerufen, Doc. Hab ich? Wann? Am 14. Mai 1986. 1986? Das automatische Aufbürsystem! Natürlich! Das hätte ich fast vergessen. Wie lautet unser Plan, Sie herauszukriegen? Plan? Wir brauchen keinen Plan. Nicht? Nicht im geringsten.
Die Polizei hat mich vor ein paar Wochen wegen des Feuers in der Bar festgenommen. Aber der Staatsanwalt hat keine Beweise. Sie werden mich morgen früh entlassen. Also bin ich sozusagen 50 Jahre in die Vergangenheit gereist, um Ihnen Ihr Auto zu bringen? Entschuldige bitte, aber es ist so wunderbar, dich zu sehen. Wir haben so einiges nachzuholen. Ja, ich glaube, wir sollten damit noch warten, Doc. Grundgütiger! Ich werde auf den Treppen des Gerichtsgebäudes von Gangstern erschossen. Aber warum denn das? Es passte Ihnen wohl nicht, dass ich Ihre Bar niedergebrannt habe. Lustig, Doc. Vielleicht sollten wir uns jetzt einen Plan einfallen lassen. Richtig. Aber was für einen Plan? Was für einen Plan? Reise zurück in der Zeit. Sag es dem Richter. Zieh es durch. Sprich mit den Gangstern. Was würdet ihr nehmen? Also dem Richter es zu sagen, ist wohl eher sinnlos. Wir reisen zurück in die Zeit. Ja. Wir ändern einfach die Geschichte. Und wenn ich den DeLorean nehme, zurück in die Zeit vor der Verhaftung reise und verhindere, dass man sie schnappt? Denk nicht mal daran. Ohne meine Verhaftung könnten die Geschehnisse, die dich in die Vergangenheit geschickt haben, verhindert werden und zu einem Paradoxon von Kontinuum erschütterndem Ausmaß führen. Mann, oh Mann, wir sind gerade mal wieder seit 5 Minuten zusammen und Sie reden schon vom Ende des Universums. Das hat mir gefehlt. Mach dich nicht lächerlich, Marty. Ich meinte nur das Ende des Universums, so wie wir es kennen. Tja, das war wohl nichts. Ausbruch. Ja, wir müssen es durchziehen, dem Richter sagen. Sprich mit den Gangstern. Ja, das wird nichts. Wir probieren mal hier es durchziehen. Können Sie das nicht überstehen? Jetzt, wo wir wissen, was kommt, könnten wir Sie vielleicht in einer kugelsicheren Weste an den Gangstern vorbeischmuggeln. Das würde vielleicht bei ein oder zwei Kugeln funktionieren. Aber laut Artikel werde ich von einem Kugelhagel niedergemäht, der von dem unschuldigen Unbekannten nicht mehr übrig ließ als eine breiige Masse aus Knochen und Knorpeln. Wer schreibt denn sowas? Der Angabe nach eine Edna Strickland. Hätte ich mir denken können. So, gut. Dann haben wir hier wahrscheinlich nur noch eine Alternative. Und das ist der Ausbruch. Nun, ich schätze, ich könnte einfach etwas Dynamit holen und sie heraussprengen. Nein, das ist viel zu gefährlich. Nicht nur für mich. Auch die anderen unschuldigen Leute in der Vergangenheit könnten die Auswirkungen... Das ist es. Was jetzt? Meine Raketenbohrmaschine. Sie haben eine Raketenbohrmaschine? Noch nicht. Ich habe sie noch nicht gebaut. Jetzt bin ich verwirrt, Doc. Hör zu. Vor einigen Monaten hat mein 17-jähriges Ich einen Patentantrag für eine Raketenbohrmaschine eingereicht. Ich gab das Projekt auf, weil ich nichts mehr vom Patentamt gehört habe. Aber der Prototyp müsste fast fertig sein. Großartig. Ich laufe schnell zu Ihrem Labor und... Nein, ich sagte fast fertig. Ich muss dir dabei helfen, ihn fertigzustellen. Wie soll ich eine halbfertige Raketenbohrmaschine in Ihre Zelle schmuggeln? Nein, ich meine mein Ich von 1931. Sie wollen, dass ich Ihr Ich von 1931 davon überzeuge, eine Raketenbohrmaschine zu bauen, um sie aus dem Gefängnis zu holen? Präzise! Na dann. Was ist mit dem Raumzeitkontinuum, oder? Wie soll ich Sie dazu bringen, den Raketenbohrer zu bauen? Wo kann ich Sie finden? Ich frage erstmal das Wichtigste. Wo sind Sie? Okay, sagen wir, ich mache bei diesem verrückten Plan mit. Wo kann ich Sie finden? Ich meine das andere Sie. Woher soll ich das wissen? Das ist über 50 Jahre her. Warum gehst du nicht nach nebenan in die Suppenküche und rufst bei mir zu Hause an? Dort wird man wissen, wo ich bin. Suppenküche, okay. Halte dich nur von der Suppe fern. Sie wird dein Verdauungssystem irreparabel schädigen. Ich sollte wohl loslegen. Keine Sorge, Doc. Ich hole sie hier im Nu raus. Ich bin unbesorgt. Wenn mein jüngeres Ich sich mit dir zusammentut, seid ihr unaufhaltbar. Na, dann schauen wir doch mal. Zumindest die Suppenküche, die haben wir vorhin schon mal gesehen gehabt. Da werden wir jetzt mal direkt hinlaufen. Sofern ich das mit der Steuerung noch unter Kontrolle bekomme, das ist nämlich wirklich gar nicht mal so einfach. Egal, wir müssen jetzt hier wieder rüber auf die andere Straßenseite, glaube ich. Da sind wir hergekommen, da wollen wir auch wieder hin. Und da ist doch schon die Suppenküche, oder? Genau. Wie er da rumwatschelt, sieht aus wie eine Ente hier. Mensch, Mensch. So, was haben wir hier? Das war der Friseur. Wo war die Suppenküche? Die haben wir doch gesehen. Tür der Absteiger. Lauf mal da. Vielleicht sollte ich zu dieser Suppenküche ja, gehen. Ja, ich wollte eigentlich gerade zur Suppenküche gehen, aber ich bin wohl irgendwie wieder mal falsch gelaufen. Hallo, geh mal da vorbei jetzt hier.
Autolunch back soon. Schreibwarenladen. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen immer noch zur Suppenküche. Wir sind doch da vorhin vorbeigelaufen, Mensch. Das sieht doch gut aus hier. Ach, das war auf der anderen Seite. Bin ich da vorbeigelaufen? Muss ich mich schon wieder schämen? Ja, tatsächlich. Schön direkt vorbeigelaufen. Und ihr habt's gesehen. Aber ich sag euch mal was. Ich schaue mir selbst gerne Let's Plays an. Und dann sehe ich immer wieder Stellen und denke, oh Gott, Gottes Willen, sollte ich zu dieser Suppenküche gehen, warum hat er das jetzt nicht gesehen? Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht liegt es am Kommentieren währenddessen oder sonst was. Auf jeden Fall während diesen Let's Plays übersieht man schon ganz gerne mal was. Warum auch immer das so ist, ich will nicht sagen, dass ich hier offscreen der beste Spieler bin. Auch auf gar keinen Fall, aber wenn ich mir Let's Plays betrachte, dann sehe ich auch immer wieder das eine oder andere, was ich dann während dem Spielen selbst nicht sehen würde. Ist schon seltsam. Aber ist auch egal. Wir gehen jetzt hier in die Suppenküche und rufen mal das andere Ich vom Dr. Emmett Brown an. McFly? Biff? Kate? Grandpa? Für dich, Mr. Tennen, Artie. Was machst du hier draußen? Naja, ich hatte Hunger und ich dachte, hier gibt's was zu essen. Vielleicht eine Suppe. Ich dachte, hier gibt's was zu essen. Denk nach, McFly. Der Staatsanwalt wirft mit Vorladungen um sich wie Babe Ruth. Ich glaube nicht, dass Ruth noch Pitcher Klappe. Ist. Wenn eine dieser Vorladungen meinem liebsten Zahlenzauberer in die Hände fällt, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Man könnte mich sogar einbuchten. Das willst du doch nicht, oder? Oder doch? Nein, natürlich nicht, Kit. Das ist schon besser. Was klotzt du so, Milchgesicht? Augen auf deine Suppe, Junge. Nun? Nun was? Was machst du denn noch hier? Entschuldige, Kit. Ich werde wieder zurück ins Versteck laufen. Mach das. Und McFly? Ja? Dieser Hut ist zu auffällig. Du gibst ihn besser mir. Oh. Jetzt hau ab. In Ordnung, Boss. Und komm nicht raus, bis ich dir Entwarnung gebe. Ich schwöre, selbst wenn einer von euch Dummköpfen 2 und 2 im Kopf rechnen könnte, würde ich diesen Jammerlappen in den See werfen. Hey. Jedenfalls muss ich jetzt los und mich unwiderstehlich machen. Seh zu, dass keiner den Laden ansteckt, während ich weg bin. Das ist unglaublich. Wer die Filme kennt, der wird sich sofort zu Hause fühlen. Nicht nur, dass immer wieder die gleichen Charaktere, beziehungsweise die Eltern, Grandpas oder sonst irgendwas von den Charakteren mitspielen, auch die Gestik und die Art zu reden, passt schon alles. Schade, dass sie nicht mehr die Originalsprecher haben. Ganz klar, die sind ja mittlerweile schon ziemlich alt geworden, nehme ich mal an. Aber es ist schon richtig cool gemacht. So, wir gucken aber jetzt hier, was wir da haben. Schwingtür, wieso zeigt er denn hier eine Schwingtür an? Ach so, weil da dieses Ding ist. Ja, dann mach mal auf, ne? Nur Personal darf in die Küche. Wow. Gut, dann bleibe ich halt erstmal draußen. Wir können ja mal mit dem Kerl hier reden. Na, dann halt nicht. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. So, aber wir sollten sowieso den Dr. Emmett Brown anrufen, das machen wir jetzt auch. Brown anwesend? Hi. Könnten Sie mir sagen, wo ich Emmett Brown finde? Der jüngere Master Brown geht gerade seinen Angestelltenpflichten im Gericht nach. Von wem darf ich ausrichten, dass er angerufen hat? Im Gericht? Doc hat mir nie erzählt, dass er im Gericht gearbeitet... Was ist hier? Denn wir sind von gestern her und wissen nichts. Unser Leben ist ein Schatten auf Erden. Ich bin nicht von gestern, sondern von übermorgen.
Und das ist noch milder ausgedrückt. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Vielleicht sind meine Hände zulässig. Ja, so wie meine scheinbar auch. Okay. So, wer bist du? Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Ja, das ist wohl so. So, ansonsten sehe ich hier gar nichts zum Anklicken. Wir klicken natürlich nicht hier auf dieses Hilfefeld, weil das benutzen wir dann wirklich nur im Notfall. So, ansonsten gibt es hier noch was. Ich gehe nochmal hier schnell zurück und guck mal, ob es da noch was gibt. Gestapelte Tische, okay. Also hier müssen wir vielleicht irgendwie noch reinkommen später. Ich weiß da jetzt noch nicht warum, aber wir müssen uns auf jeden Fall merken, dass da eventuell was zu machen ist. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder raus, wir gehen nochmal beim Gericht vorbei. So, und jetzt blamiere ich mich bestimmt wieder besser, weil ich schon wieder vergessen habe, wo das Gericht ist, aber ich glaube, es war auf der anderen Straßenseite. Ne, da war ein Anwalt, ne? Hier ist doch schon Law Office. Klar, das ist es doch. Anwaltsbüro. Lieber nicht, diese Anwälte klingen ziemlich dann fies. Dann doch nicht. Türen der Bank, das ist doch kein Gericht, Mensch. Ach, wir gehen einfach mal weiter, die Stadt durchsuchen hier. Kann ich da hinten irgendwie weitergehen? Nein, da will er nicht weiter. Der junge Doc ist im Gerichtsgebäude. Ich hoffe, ich erkenne ihn. Na klar, erkennt man den Doc. So, ich stiefel immer so halb schräg. Ihr seht das schon, ich stoße überall dran, wo man dran stoßen kann. Die Steuerung ist abartig, das kann ich euch sagen. Und mir will es einfach nicht in den Kopf hinein, wie man sowas machen kann. Ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das Spiel bisher ganz gut. So, kann man hier weitergehen? Nein. Das ist doch das Polizeirevier. Wo ist denn das Gericht hier? Wir gehen da nochmal rein. Ich werde wohl von hier draußen mit Doc reden. Oder wir... Genau, wir fragen mal Doc dazu. Psst, Doc! Marty, hast du schon mein jüngeres Ich gefunden? Also, dem britischen Typen am Telefon nach, arbeiten Sie drüben im Gerichtsgebäude. Natürlich! Im Sommer 31 ließ mich mein Vater da als Bürogehilfe arbeiten. Das klingt nicht nach Spaß. Ich hasste jede Minute. Mein Vater war... Oh, streng! Auf jeden Fall solltest du sofort zum Gerichtsgebäude gehen und dich mir vorstellen. Was macht ein Gerichtsbeamter überhaupt? Furchtbaren Papierkram, aber das ist nicht wichtig. Geh zum Gerichtsgebäude und finde mich. So. Raten Sie mal, wem ich in der Suppenküche in die Arme gelaufen bin. Meinem Großvater. Nein! Keine Sorge, ich habe nicht mit ihm geredet oder seine Zukunft verändert oder sonst was. Doch, ich wünschte, ich könnte. Dieser Tennen behandelt ihn wie Dreck. Keine Sorge. Wenn die Geschichte so abläuft, wie sie soll, dann ist er bald nicht mehr unter der Fuchtel von Kit Tennen. Und kann sein Leben als einfacher Buchhalter mit deiner Großmutter verbringen. Wie hieß sie noch gleich? Sylvia. Richtig, Sylvia. So. Wir gehen hier wieder aus dem Fenster raus. Ohren steif halten, Doc. Vielleicht nicht die besten Worte, Martin. Und es war mir eben so, als hätte ich das Gerichtsgebäude gesehen. Und zwar auf der anderen Seite irgendwie. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich von hier aus hinkommen soll. Also von da aus geht's schon mal nicht. Wir müssen doch hier irgendwie so hier rumlaufen. So, Küchenstube. Geht's vielleicht hier weiter? Wir gehen einfach mal hier weiter. Nein, hier geht's natürlich nicht weiter. So, Moment. Das da drüben sieht doch fast aus wie ein Gerichtsgebäude hier, oder? Das ist die Rathausuhr. Das ist die Rathausuhr. Da gehen wir jetzt mal rein. Genau, ich muss das noch so ein bisschen drauf bekommen hier. Die Rathaus, das Rathaus ist doch das alte Gericht gewesen, oder? Der junge Doc ist im Gerichtsgebäude. Ja, natürlich erkennst du ihn. Ich erkenne ihn. So, hallo? Da kann ich nicht rein. Aber können wir vielleicht außen rum? Einstein! Wie geht's, Aini? So, der hat aber einen ganz schön lässigen Gang drauf. Und wir gehen schon wieder hier raus. Ich will doch gar nicht raus.
Google doch einfach. Wir sind hier im Park. Okay, das war das Park. Das war der Park. Dann geht's hier zum Gerichtsgebäude. Jawohl. Fassen Sie das nicht an. Das sind vertrauliche Gerichtsunterlagen. Nur vereidigte Beamte des Gerichts haben darauf Zugriff. Ich meine, Richter Brown besteht darauf. Richter Brown? Doc, schön, Sie zu sehen. Ich bin Michael, Emmett Brown. Aber ich bin ein Gerichtsangestellter und kein Doktor. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. So, jetzt ist er auf jeden Fall wieder abgehauen. Hier war er drin gewesen. Die Frage ist, wo ist er jetzt hin? Der alte, beziehungsweise besser gesagt, der junge Säckel. Hörst du ihn, ich höre den doch da irgendwo, oder? Naja, wie dem auch sei. Ich gehe mal hier gerade in den Park rein. Zum guten Eini. Und ich setze mich mal einen Moment auf die Parkbank hier. Kann ich leider nicht anblicken. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann versuchen wir mal mit dem Doktor, beziehungsweise mit dem noch nicht Dr. Emmett Brown, was anzustellen. Also bis dahin, macht's gut, wir sehen uns.